Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir gehen gerade weiter. Ich schaue, dass ich hier nicht ewig im Ewigwald bin, weil wir wollen ja nicht ewig da sein. Deswegen schauen wir, dass wir jetzt irgendwie Carpador auf jeden Fall schon mal noch wickeln. Das ist mir gerade das Wichtigste überhaupt gerade, weil ich denke mir so, ihr seid alle drauf schon gespannt. Oh, ein Bomi! Ihr seid alle drauf aufgespannt auf die Entwicklung von Carpador zu Garalos. Aber man muss sagen, ein prügelndes Carpador ist doch immer ein gutes Carpador. Ach, Bomi, dein Schutzschild ist nur für dich. Dein Vaumpel-Kollege kriegt ein Uppercut. Säusestimme. Ich glaube, den anderen. So, pack den ersten Hammer. Komm jetzt. Dogs. Okay. Irgendwo war es ja auch irgendwo klar wiederum, dass das so ist. Ich würde aber sagen, bevor wir hinterher dann immer wieder hier vom Neuen anfangen, ihr wisst schon, Carpador dann hinter keine Erfahrungspunkte bekommt, mache ich ihn jetzt hier mal wieder raus. Tauschen mal aus. Konfusion, ich habe es mir schon fast gedacht. Das wird nix. Mhm. Alle immer auf mich. Alle. Es geht nicht. Funkensprung. Erstmal direkt auf Pudox. Warum? Jetzt komm, mach ihn fertig. Oh Mann. Bis auf Bomi. Weg mit diesem Bomi. Nervt mich. Super. 82 für Carpador. Hm. Diese Konfusion war jetzt nicht gut. Ja, und Pudox ist auch weg. Super Shanaira. Level 17. Und Level 20 natürlich. 21. Ein Panekon. Guten Zierpreise. Ah. Ich glaube, Funkensprung erstmal auf Zierpreise. Und Zierpreise ist weg. Oh, 114. Super. Säusestimme. Was zieht schon? Setz halt hart mal hin. Komm jetzt. Funkensprung. Und fertig mit dem Kampf. So, wir haben jetzt auch fertig. Ich will hier nur noch aus diesem Wald raus. Wer hier ich bin. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt erstmal Carpador wieder auf die Seite. Machen Luxio vor.
Weil es geht gerade echt schnell mit Luxio. Komm, wir wollen ja einfach nur EPs auch noch nebenher verdienen. Ich weiß, es sind viele Kämpfe auf einmal. Wird aber mal wieder auch Zeit, dass wir ein paar Kämpfe machen. Funkensprung. Fertig. Das geht schnell. Ach, diese Säuselstimme. Kann es nur Säusel? Ich würde sagen, bis auf Knospi. Und kaputt. Und ich wollte den Ball, Ja. Tankhammer. Meine Güte. Das ist jetzt eigentlich gerade, was war das für eine Perspektive? Oh, ein Regenbogen. Sehe ich ja jetzt erst. Biss. Kaloko besiegt. Und es gibt mir jetzt einen Klaps oder wie? Kannst du nicht machen. Warum klappst du nicht? Und nochmal Biss. Komm jetzt, die sollte eine Stimme auf das Vieh auch mal wegbringen. Ach nee. Mach's fertig. Alles muss man selbst machen. Alles. So. Ich hab's mir noch gedacht, jetzt haben die zwei wahrscheinlich wieder eine Abfahrt. Diese Psycho-Zwillinge. Eton und Medike. Medike ist eigentlich ein ganz geiles Pokémon. Ich würde sagen, du kriegst Biss ab. Bist zurückgeschreckt. Und ist nicht. Ist effektiv gegen Medike. Es wurde verwirrt. Und Biss. Medike wurde ausgeschaltet. Gleich noch einmal Funkensprung. Und das ist fertig. Acholo ist 19. So. Fertig mit euch. Ah, ich schon. 21. Die guckt schon ein bisschen streng. Hier mit dem Topfschnitt. So, geh hier mal raus. Der Wald macht mich langsam kirre. Oh, wieder Pokémon. Och man, zwei Schalokos. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ist. Und so eine Stimme macht ja eh den Rest für den. Noch so lange aus diesem Wald rauszukommen. Aber so ist es halt auch wiederum. Wir haben es ja bald geschafft. Jetzt sind wir aber ja bald beim zweiten Orden.
Und krass. Wenn man sich das mal gibt. Team Galaktik müsste ja auch noch irgendwo hier im Wald sein. So wie es mir gerade einfällt. Müssen wir, glaube ich, auch noch besiegen. Weil diese Raisa hat ja das gemeint. Oh, Kleinstein ist auch 20. Alle kommen im 20er Bereich. Okay. Glas Honig. Honig haben wir verstaut. Oh. Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Alleine hätte ich das niemals geschafft. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, oh, oh. Dann kommen wir eh noch nicht weiter. Bräuchten wir jetzt erstmal Zerschneider. Aber Gott im Himmel, bin ich froh, dass wir hier draußen sind. Einfach nur froh. Ah, hier ist die Abkürzung, wo wir einfach um den Wald gekommen wären. Aber wir sprechen jetzt auch natürlich... Okay, ich dachte jetzt eigentlich, ihr kämpft mit mir. Ah. Ich dachte jetzt gerade, weil der erste Nein gesagt hat. Und wen setzt du ein? Goldini. Goldini, Goldini. Gegen Angler zu kämpfen ist einfach schön. Funkensprung. Los, Luxio. Fertig. Ein großer Sieg ist mir vom Haken gesprungen. Ja, natürlich, Kollege. Gar nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Na gerne. Angler Kenshi. Boah, so Carpador gegen Carpador? Welches Level hat das? 10. Ich glaube, ich hole Carpador rein. Das muss jetzt einfach sein. Carpador gegen Carpador. Nichts geschieht. Tackle. Komm. Mach's fertig. Das war ein Volltreffer, komm. Kapador, 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 Kapador. Sieht schon witzig aus, zwei Fische wohnen am Land zappeln. Und er mit seiner Angel. Der Typ ist brutal. So. Komm. Nochmal. Deckel! Bam! Dieses Carpador. Einfach zu geil. Einfach zu geil. Noch ein Carpador! Okay. Das machen wir. Also. Deckel. Nur noch Deckel und Deckel und Deckel. Mann! Das macht man nicht nur für Level Aufstiegs. Mensch. Ich hoffe jetzt nicht, dass er die ganze Zeit nur Carpados. Doch. Doch, 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 doch. Ich kann mir vorstellen, dass das nur Carpados sind. Dann wird's halt ein Carpador-Kampf. Mein Carpador gegen alle seine Carpadore. Ich habe hier noch genügend Tackle übrig. So, mein Carpador macht alle Carpadors in ihm platt. Und er hat 6. Schon krass. Ein Carpador gegen 6. Meins ist ja voll der Bruce Lee. Hau zu!
Mensch. Und ihr so ein langer Kampf, Mann. Ich wusste es, ey. Dieser Carpenter-Typ. Der hat Probleme, Mann. Meine Fresse. Falls ihr euch wundert, was das für ein Geräusch war, ich mache mir gerade was zu trinken. Nichts geschieht. Ich frage mich sogar ehrlich gesagt, ob der je schon einen Kampf gewonnen hat. Mit den Carpadors so. Platscher. Ich wette mit euch, das letzte ist auch noch ein Carpador einfach. Kann nichts anderes sein als ein Carpador. Also bitte. Wie oft haben wir das schon eigentlich gemerkt, dass es ein Carpador dann ist? Jetzt komm. Fertig gemacht. Es war so klar. Es war so klar. Haut ihm richtig eins auf die Mütze mit seiner Flosse. Carpador, 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 Carpador. Nichts geschieht mit Platscher. Boah, der hätte 6 Garados. Alter Schwede. Dann hätte ich echt brutal nochmal von dem Typen Respekt. Wenn er 6 Garados hätte. Du willst mich doch jetzt echt irgendwie veräppeln, oder? Mensch. Gut, das war's jetzt auch erstmal von dieser Folge hier. Also bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.